Hallo und herzlich willkommen zur Webinarreihe Diengerechtes Zeichnen Teil 1 mit Vectorworks Interior Cut. Als erstes zeige ich Ihnen ein paar Änderungen in der Zeichen-DIN für Tischler. Dann schauen wir uns an, wo wir immer das aktuelle DIN-Kit herbekommen und wie wir es dort runterladen können. Und dann speichern wir das als Favorit ab. Ich werde Ihnen ein paar Darstellungshilfen zeigen, die dich im Unterricht unterstützen können. Dann beschäftigen wir uns mit dem Bemaßungsstil, ob der bei dir aktuell ist, also der Bemaßungsstil DIN 919. Und sollte er nicht aktuell sein, dann werden wir ihn austauschen. Als nächstes kümmern wir uns um den neuen Plankopfmanager. Diesen werden wir dann ersetzen mit einem neuen Plankopf und dort kannst du auch gleich dein Logo austauschen. Wir werden Klassen anlegen, um diese auch im Teilschnitt zu verändern. Wir werden eine Hauptzeichnung anlegen und damit dynamische Schnitte verbinden. Als letztes kümmern wir uns um die automatische, diengerechte Darstellung der Linienarten F und K. Das sind die gestrichelten und die Strich-Zweipunktlinien. So, nun wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Webinar. Im ersten Teil unserer Webinarreihe Diengerechtes Zeichnen möchte ich dir zunächst einmal eine kleine Änderung in der DIN zeigen. Die DIN 406 für Bemaßung ist zurückgezogen worden und an ihre Stelle tritt die DIN EN ISO 129-1. Da sind ein paar kleine Änderungen, die wir aber sofort in das DIN-Kit eingearbeitet haben. Und zwar ist es so, dass zunächst einmal der Pfeil sich verändert hat und zwar geht er von 15 Grad auf 30 Grad, er ist also etwas stumpfer geworden. Dann haben wir die Bemaßungsgrundlinie, die endet jetzt an der Maßbezugslinie. Das heißt, das ist hier noch die alte Form und das hier, das gibt es jetzt nicht mehr. Und in dem Zusammenhang ist auch dieser Querstrich hier etwas länger geworden. Die Schnittlinien bzw. die Pfeile der Schnittlinien, da hat sich die Liniendicke des Pfeils geändert. Das ist also nicht mal 0,25, sondern jetzt 0,5. Zusätzlich gibt es in der neuen Version 2021 weitere Erleichterungen für das diengerechte Zeichnen. Und zwar gibt es einmal eine neue Detailmarkierung bzw. eine Detailmarkierungsstil. Der lässt einem das Ganze wesentlich schneller und einfacher von der Hand gehen. Und das gibt es auch nochmal für die eigentlichen Schnittlinien. Das heißt, Schnitte sind schneller angelegt und besser und schneller zugeordnet in Attributen und in der richtigen Schriftgröße. Das zeige ich aber im weiteren Verlauf dieses Webinars. Wie kommst du an das aktuelle DIN-Kit? Also das ist ganz einfach. Du öffnest die Seite extragut.de. Hier findest du Vectorworks Interior Cut. Hier gehst du auf Zubehörshop. Dort findest du mein aktuelles Schulungsbuch. Klickst du drauf. Und hier im weiteren Verlauf nach unten, da findest du immer die aktuellen Vorgabedateien für Vectorworks Interior Cut 2021. Da klickst du einfach drauf. Dann kriegst du eine ZIP-Datei angeboten, die du jetzt auf deinem Rechner speichern kannst. Ich breche das mal hier ab und gehe einmal ganz kurz zurück. Und das hier ist der Inhalt von diesem Ordner, also verschiedenste Dateien. Und hier findest du immer das aktuelle DIN-Kit. Und da gibt es natürlich DIN-Übungen. Es gibt diese Dateien, die du für das Schulungsbuch brauchst. Und hier hast du eigentlich immer alles dabei. Und die erste Seite auf dem DIN-Kit, also das solltest du mal öffnen, da hast du nämlich genau diese Seite vor dir, die du hier siehst. Und dort habe ich einen kleinen Film bzw. einen Link eingebunden, einfach mit der gedrückten Steuerungstaste hier drauf gehen und dann werden diese Neuerungen nochmal ganz genau in einem YouTube-Video erklärt. Also eine ganz praktische Geschichte und auch nochmal die Schnittlinienverwendung und die Detailmarkierungsverwendung. Also eine ganz praktische Geschichte, wenn man hier immer auf dem neuesten Stand bleiben möchte. Vielleicht noch eine kleine kurze Erklärung, hat jetzt nicht viel mit DIN zu tun, aber vielleicht für alle, die Unterricht machen, also Dozenten, Lehrer und so weiter oder die jemand anders was zeigen wollen. Und zwar, vielleicht hast du gesehen, ich habe hier diese Darstellungsarten hier, also Darstellungen. Und hiermit habe ich einfach gewisse Seiten vorbereitet. Ne? Also wenn ich hier mal Doppelklick mache, dann bin ich hier einfach wieder zurück. Und wenn ich nochmal hier Klick mache, dann bin ich auf meiner zweiten Seite.
Und das geht ganz einfach. Also ich schiebe mir zum Beispiel jetzt hier das so richtig hin. Ne? So. Und jetzt sage ich, das möchte ich mir sichern. Also das geht hier oben über gesicherte Darstellung. Und dann sage ich hier einfach, ich möchte die Darstellung sichern. Ich nenne das jetzt einfach mal Seite 4. Und schon erscheint das hier unten in meiner kleinen Skriptpalette. So, und wenn ich da jetzt einmal wieder zurückgehe auf die Seite und ich sage hier wieder, ich klicke da drauf, also habe ich exakt diese Ansicht. Wie kriege ich die kleine Skriptpalette hier raus? Ganz einfach, ich gehe hier auf Fenster und hier habe ich praktisch diese Skriptpalette. Die ziehe ich einfach nur raus und dann habe ich die hier unten als kleines Menü. Das kann ich natürlich auch für den betrieblichen Alltag nutzen, um mir so Dinge vorzubereiten, wie bei einem kleinen Vortrag. Ne? Also das ist eine ganz praktische Geschichte. Das andere ist, dass ich hier solche Hyperlinks oder Hyperlinks praktisch einfügen kann. Auch eine sehr schöne Geschichte, wenn man einen kompletten Unterricht vorbereiten möchte. Das heißt, ich gehe hier in die Werkzeuggruppe Bemaßung. Hier gibt es Hyperlink und den setze ich einfach mal ein. Da ist immer so ein Standard sozusagen drin. Und dann gehe ich in die Infopalette und sage Bearbeiten. Und jetzt kann ich hier oben einfach einen neuen Namen eingeben und sage hier unten, was soll jetzt passieren? Ne? Also möchte ich jetzt ein Programm starten, ein Dokument öffnen, einen Ordner öffnen oder gesicherte Darstellungen öffnen, also das, was wir hier unten eigentlich haben. Also alle diese Möglichkeiten kann ich mit diesem Hyperlink sozusagen hier erfüllen. Und wie gesagt, praktische Geschichte, wenn ich etwas vorbereiten möchte, sodass das auch einigermaßen zügig dann funktioniert. So, ich gehe nochmal raus, das kann ich jetzt löschen. Eine andere Sache war ja, dass ich immer hier diesen Kreis praktisch pulsierend hier benutze. Wie kann ich das einstellen? Ganz einfache Geschichte, einfach links unten auf das Windows-Symbol klicken und Maus eingeben. Damit habe ich die Mauseinstellungen und jetzt gehe ich auf weitere Mauseinstellungen hier. Da ist es, ich muss das vom anderen Bildschirm rüberziehen und hier gibt es Zeigeroptionen und hier unten, da musst du einen kleinen Haken setzen. Wenn du den einmal setzt und der Rechner wird sauber runtergefahren und wieder rauf, dann bleibt das eigentlich standardmäßig da drin und du kannst also immer durch das Drücken der Steuerungstaste mal eben auf deinen Cursor hinweisen. Das ist also eine praktische Geschichte für alle, die Unterricht machen. Eine weitere schöne Funktion ist das Größerzoomen über Windows selber. Also hier kann ich ja größer zoomen, das ist kein Problem. Wenn ich aber hier in einem Menü bin, dann kann ich das jetzt nicht größer zoomen. Man kann das aber über die Tastenkombination Windows und Plus-Taste machen und schon ist das Ganze hier größer. Ja, also ich kann das sofort größer heranziehen, also Windows und die Plus-Taste. Und wenn ich jetzt Windows und Minus drücke, dann springt das Ganze auch hier einfach wieder zurück. Es erscheint dann, ich hole es mal eben rüber, dann auch so ein kleines Menü hier, Bildschirmlupe. Da kann ich auch das ständig geöffnet haben und dann kann ich hier einfach drauf drücken und auch hier wieder auf Minus drücken. So funktioniert das auch. Das kann ich also dauerhaft auch auf dem Bildschirm liegen haben. Ich komme nochmal zurück zur Verwendung des DIN-Kits. Und zwar ist es da ganz praktisch, wenn du dir das DIN-Kit als Favorit abspeicherst. Und ich öffne nochmal eben hier diese ZIP-Datei, beziehungsweise die habe ich natürlich entpackt, die Datei. Das geht übrigens so, dass man einfach auf diese ZIP-Datei mit der rechten Maustaste klickt und dann steht da etwas von Entpacken und dann wird das praktisch hier entpackt. Das heißt, du öffnest jetzt hier das DIN-Kit.sta, heißt das jetzt bei dir, also hier Doppelklick drauf. Und jetzt öffnet sich diese Datei, die hat ja gut rund 100 MB und hier siehst du da, direkt als erstes kommt ja dieses Blatt, wovon ich gerade eben gesprochen habe, beziehungsweise was du jetzt gerade schon immer gesehen hast. Und jetzt muss erstmal die Datei unter dem Namen DIN-Kit gespeichert werden, weil das ist eine Vorgabedatei, also .sta. Das heißt, hier hat sich jetzt geöffnet, hier oben mit ohne Titel 3. Das heißt, wir sagen jetzt hier Datei sichern unter. Jetzt springen wir hier in diesem Fall mal hier rein in mein Verzeichnis, also DIN-Kit
nennen wir das Ganze mal so. Jetzt sollte natürlich bei dir ein, ja, ich sage mal, ein lauschiges Plätzchen auf der Festplatte sein, wo dieses Datei also ja nicht mehr verschoben werden kann. Das wäre also ganz gut. Und jetzt kannst du hier oben in den Zubehörmanager gehen. Ich muss das mal hier ein bisschen ändern. In den Zubehörmanager gehen. Jetzt solltest du hier oben auf das rote Häuschen klicken, damit du im aktuellen Dokument bist. Das siehst du jetzt hier an der fetten Farbe sozusagen oder Fettschrift. So, hier hast du ja das DIN-Kit mit all seinen Dingen, die da so drin sind. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Und jetzt kannst du hier oben bei der Aktion, also bei diesem kleinen Rädchen, Zahnrädchen hier oben, kannst du jetzt sagen, aktuelles Dokument wird Favorit. Oder aktives Dokument wird Favorit, steht da. Da klickst du jetzt einfach nur drauf. Und dann findest du hier drunter, unter Favoriten, findest du jetzt hier das DIN-Kit. Das hatte ich jetzt hier schon mal abgespeichert. Das heißt, du kannst dann das DIN-Kit hier wieder schließen und findest es immer hier oben im Zubehörmanager unter den Favoriten. Und das ist ganz praktisch, weil damit belastest du nicht deinen Arbeitsspeicher. Wir gucken also jetzt immer nur bei den Favoriten in das Zubehör. Und das ist ja eine sehr praktische Geschichte. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz an, wie das mit diesem Pfeil hier funktioniert. Das heißt, ich schiebe das mal so ein bisschen auf Seite. Ich ziehe jetzt hier einfach mal einen Kreis auf, der sagen wir mal 180 ist. So, und wenn ich den jetzt hier bemaßen möchte, das heißt, ich gehe jetzt hier mal mit der Bemaßung dran und sage, ich möchte hier einen Kreis bemaßen und den möchte ich gerne an der Außenseite bemaßen. Der wird rot und ich ziehe den hier raus und klicke. Und jetzt habe ich ja diesen Pfeil hier und ich muss das nach DIN eigentlich immer ausgerichtet zeichnen. Ich sehe das also ganz viel, dass das jetzt hier natürlich nicht in die Richtung, sondern hier über die Infopalette auf die andere Seite zu ziehen ist. Es soll aber tatsächlich nicht die Textlage horizontal sein, sondern die soll ausgerichtet sein. So soll es eigentlich sein. Und das Ganze kann ich jetzt hier noch ein bisschen näher ranziehen. So. Und jetzt kann es sein, dass dein Pfeil vielleicht in dieser Datei nicht ganz richtig ist. Und das schauen wir uns einfach mal an. Und zwar gibt es hier in der Attributpalette, gibt es ja hier die Linienendzeichen. Und ich gehe mal hier Linienendzeichen Art, gehe ich mal drauf und ich habe mir den schon mal abgespeichert und zwar soll der ja 3,5 mm lang sein. Den wird es jetzt so bei dir noch nicht geben. Deswegen gehe ich mal in die Liste bearbeiten. Ich lösche den einfach mal hier raus. So sieht es wahrscheinlich jetzt bei dir aus. Also ich öffne das nochmal. So sieht es wahrscheinlich bei dir aus. Und jetzt gehst du einfach in Liste bearbeiten, klickst hier oben die in 3 mm an. Also wundere dich nicht, dass hier hinten Liniendicke 0,05 steht. Das spielt hier bei einem Pfeil, der ja komplett ausgefüllt wird, spielt das hier keine Rolle, die Liniendicke. Ne? Und hier sagst du einfach neu und jetzt wird der Pfeil, der vorher aktiv war, diese Zeile wird praktisch als Vorgabe genommen. Und hier gibst du nur einfach 3,5 mm ein und dann bestätigst du das und schon hast du hier dein 3,5 mm langen Pfeil. Also das ist dann DIN-gerecht. Ob du nun schon den aktuellen Bemaßungsstil DIN 919 hast, kannst du ganz einfach überprüfen. Du zeichnest also einfach ein Rechteck und sagst hier, das Ding ist 800 und 200. Und mit der Taste B kannst du ja jetzt die Bemaßung aufrufen. Also ich klicke hier und ziehe das nach oben. Gebe hier 100 ein, damit wir nachher 10 mm Abstand haben. Und sagen hier Doppelklick. Und jetzt siehst du hier, dass die Maß Grundlinie an der Maßbegrenzungslinie aufhört hier. Ne? Und das ist auch ein kleines bisschen länger. Also bei dir sieht das wahrscheinlich jetzt noch vielleicht so aus hier. Ne? Aber es soll halt so aussehen. Und wie ändern wir das? Das ist auch wieder relativ einfach zu machen. Und zwar gehst du einfach auf Datei und jetzt Dokument einrichten. Und hier wird ja der aktuelle Bemaßungsstil dargestellt. Tatsächlich ist jetzt hier die 919, aber halt nicht in der neuesten Version, beziehungsweise bei dir, bei mir ja. Und dann gehst du einfach auf Ändern
Und dann gibt es hier eigene Standards, also hier eigene Standards. Und jetzt wird ja hier dein Standard mit DIN 919 gekennzeichnet. Und du kannst jetzt hier einfach hingehen und sagst, ich möchte das importieren. Und jetzt gehst du auf dein DIN-Kit hier. Das ist ja dein DIN-Kit, also da, wo du es gespeichert hast. Und da gibt es jetzt diesen Bemaßungsstil, der wird dir hier angeboten. Der heißt auch DIN 919, klarerweise. Und sagst, okay, jetzt wird dir hier unten drunter eingefügt. Und jetzt kannst du hier oben drauf gehen und sagst, den da oben, den möchte ich aber gerne löschen. Und jetzt wirst du gefragt, wie kannst du den ersetzen? Und hier unten sagst du einfach DIN 919, das ist also der jetzt da drunter ist. Ja? Also, und somit hast du das sofort geändert. Und wenn du jetzt eine Bemaßungslinie aufziehst, dann wird das Ganze auch so hier aussehen. Als nächstes möchte ich zusammen mit dir den neuen Plankopf installieren und im Vorgabedokument alle anfangen ist beides vorhanden, und zwar der Plankopf Classic und der neue Plankopf Manager bzw. ein Plankopf Stil, und das zeige ich dir, wie man das ganz einfach wechseln kann. Also ich öffne hier einfach mal das Vorgabedokument alle anfangen, und wenn ich jetzt mal hier ins Layout gehe, dann sehen wir hier, da ist noch der alte Plankopf drin. Ich klicke den mal an, Plankopf Classic. Das sehen wir hier oben in der Infopalette. Der ist jetzt nicht direkt so ganz DIN-gerecht, ja, denn DIN-gerecht wäre 180x30. Und den habe ich aber einfach drin gelassen, weil manche mögen den vielleicht lieber. Aber ich habe das schon vorbereitet, auch für den neuen Plankopf. Das heißt, wenn du magst, hau den einfach in die Tonne, also mit Entfernen. Und jetzt kannst du hier in der Werkzeuggruppe Bemaßung den Plankopf aufrufen. Und dann wird immer nur noch der neue Plankopf installiert. Und wenn du das einsetzt, wird sofort einer meiner Planköpfe benutzt. Warum ist das so? In dem Zubehör Manager hier findest du jetzt Plankopfstile. Also das ist ja mein Vorgabedokument aller Anfang. Und hier drin gibt es Plankopfstile. Das heißt, der wird auch sofort benutzt. Hier siehst du einmal Plankopf für einen Betrieb und Plankopf für eine Schule. Und jetzt hast du einmal diesen Plankopf. Das ist eigentlich so, ja, ein betrieblicher Plankopf. Da alle mit den ganzen Angaben, was so ein Betrieb eigentlich braucht. Also dann natürlich hier das Dokument, wie das heißt, wie viele Seiten hast du, wer hat es gezeichnet, welche Auftragsnummer und so weiter. Und dann kannst du aber ganz, ganz einfach wechseln, indem du einfach hier draufklickst, jetzt in der Infopalette über Stil reinklickst und sagst Stil ersetzen. Jetzt wird der zweite Stil genommen, nämlich der PK Schulen, also Plankopf Schulen, und dann sagst du hier einfach OK. Und schon hast du jetzt einen für die Schulen, ja, optimierten Plankopf, sage ich jetzt mal. Und zwar steht da der Betriebsname, dann der Teilnehmer, also der Auszubildende, wo kommt das Ganze her und welche Klasse und so weiter. Also ganz prima, einfach zu tauschen. Und das solltest du jetzt als Vorgabedokument abspeichern. Wir schauen mal schnell in den Plankopf rein. Das heißt, ich aktiviere ihn und sage hier Plandaten. Jetzt öffnet sich hier die Einstellung Plankopf, und hier können wir zum Beispiel auf Planrahmen gehen. Und du siehst, hier sind manche Sachen einfach gesperrt, die einfach nicht verändert werden können. Aber ich kann zum Beispiel jetzt mal hier die Ränder ändern. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal hier, das reicht mir, wenn das überall mit 5 mm ist, der Rand. Ne? Oder ich kann jetzt hier in die Projektdaten gehen, und hier steht auch tatsächlich jetzt davor, was hier eingetragen werden muss. Das war beim Plankopf klassisch so nicht so richtig möglich. Ne? Ausführung, Material, Ausbildungsbetrieb und so weiter. Das habe ich alles entsprechend vorbereitet, und man kann das hier ganz einfach eintragen. Und jetzt sagen wir hier okay, und jetzt ändert sich auch im Endeffekt der Rahmen. Das Schöne ist, wenn ich jetzt hier mit Shift-Steuerung P mal in die Plangröße gehe und verändere mal eben hier das Format, also ich sag mal hier mit A4 hochkant, sage hier okay, und dann geht der Plankopf entsprechend hier auch mit. Also ganz automatisch
passt er sich an. Das war ja im alten Plankopf auch so nicht möglich. Der neue Plankopf bietet viele, viele andere Möglichkeiten. Das sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen, wenn ich das alles aufführen möchte. Was ich aber schnell noch zeigen möchte, ist, wie du hier unten dein eigenes Logo reinbringen kannst. Und dafür gehe ich einmal ganz kurz zurück hier in diesen DIN-Vortrag. Und zwar habe ich mir hier einfach mal so ein Logo geklaut, sage ich jetzt mal. Hier, da ist es, Logo Kettler BK. Ich hoffe, die sind mir nicht böse. Das kannst du ja einfach auf die Zeichenfläche ziehen und sagst hier einfach okay. Und da ist das Logo. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Jetzt bringe ich das natürlich noch in die andere Zeichnung. Das heißt, ich schneide es hier aus mit Steuerung X, gehe wieder hier in unser Vorgabedokument und jetzt kann ich hier über den Zubehörmanager, also ich kann das jetzt nicht mehr hier über die Infopalette ändern, das ist dort praktisch gesperrt, sondern ich muss über den Zubehörmanager gehen und sage hier bei den Plankopfstielen rechte Maustaste drauf, bearbeiten. Und hier kann ich dein Plankopf-Layout bearbeiten. Also wir sehen das hier. Ich gehe hier auf Plankopf, dann auf Plankopf-Layout bearbeiten. Da ist der Plankopf. Ich mache hier einen Doppelklick drauf, um in die Gruppe reinzukommen. Klicke das Teil an, entferne das. Und ich klicke einfach mal da rein, sage Steuerung V. Das war ja gerade im Moment dieses Logo, was ich da reingesetzt habe. Da ist es. Und das mache ich einfach was kleiner. Positioniere das hier rein. So, muss man gucken, wie wir das hier mal so einpassen. Ein bisschen kleiner. Und jetzt ziehen wir das hier praktisch einmal in die Mitte. So. Und dann ziehen wir das auch nochmal hier in die Mitte. So. Und gedrückte Shift-Taste. Und jetzt ist das exakt von allen Seiten her gleich. Und da verlasse ich nur einfach die Gruppe. Plan-Layout. Und schon ist das Ganze hier gewechselt. Also so schnell geht das, wenn man hier praktisch ein eigenes Logo einbringen möchte. Das geht natürlich auch für den betrieblichen Bereich, ganz klar. Und das speichere ich mir einfach ab. So, ne, jetzt habe ich mein Dokument geändert. Und jetzt kann ich hier in die Zeichenebene am besten gehen. Machen wir hier das Blatt an. Und mit Steuerung 4 ist das Blatt füllen. Und das sollte man jetzt als Vorgabedokument speichern. Also über Datei. Und jetzt als Vorgabe sichern, dann springst du ja automatisch in dein User-Verzeichnis unter App, Data, Roaming, Name-Check und so weiter in die Vorgabedokumente. Und hier solltest du das als Vorgabedokument abspeichern und zwar unter vectorworks-vorgabe.sta. Das gewährleistet immer, wenn du den Rechner startest und wenn du ein neues Dokument öffnest, dass du genau dein Dokument bekommst, das du dir jetzt für dich eingerichtet hast. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du durch das Anlegen von Klassen deine Schraffuren steuern kannst. Und dazu öffne ich mal hier das Dokument. Und ich habe hier schon den Bildschirm geteilt. Ich weiß nicht, ob du diese Funktion kennst. Ich zeige das mal eben an einem neuen Dokument. Da öffne ich mal eben eins. Und dann zeige ich das mal ganz kurz. Das ist eine sehr schöne Funktion. Und zwar kann ich hier oben, da oben ist es, mehrere Ansichtsfenster öffnen. Und jetzt öffnet er 4 Ansichten. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, das hier möchte ich jetzt nicht mehr sehen. Und das hier unten möchte ich auch nicht mehr sehen. Jetzt habe ich nur noch 2 Ansichtsbereiche. Wenn ich jetzt hier im Endeffekt was hinstelle, ich stelle da mal eben was praktisch ein und dann sage ich mal hier so, da ist einfach so ein Klötzchen. So, da ist es und ich mache das mal ein bisschen farbig. Und jetzt kann ich das hier auch in allen anderen Ansichten anzeigen. Ich kann hier aber auch hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier gerne das Layout sehen. Und hier könnte ich mir jetzt irgendwelche Pläne hinlegen. Also sehr schöne Funktion hier oben durch diese mehreren Ansichtsfenster. Ich kann sogar hingehen und dieses hier in einem eigenen Fenster anschauen. Also das heißt, dies kann ich jetzt auf einen anderen Bildschirm ziehen oder mir auch einfach hier irgendwo auf den Bildschirm legen und kann mir hier die Sache praktisch angucken. Also sehr schöne Funktion, das machen wir mal eben wieder zu. Auch so ein kleiner Ausflug. Was ich dir hier zeigen möchte, ist das automatische Zuweisen von Klassen und das einfache Übersteuern von Langholz zu
Hirnholz oder auch umgekehrt, sodass du ganz einfach in den Ansichtsbereichen oder in den Teilschnitten nachher deine Schraffur diengerecht übersteuern kannst. Wir schauen mal hier, wenn ich mal hier drauf gucke, also das ist so eine Übung aus meinem Schulungsbuch Alle Anfangen, ist ein bisschen abgespeckt hier, und ich klicke es einfach mal an und wir sehen hier in der Infopalette, da ist keine Klasse zugewiesen und wir haben hier aber auch die Attribute hier nicht weiter. Also du hast im Prinzip eine Füllung nur in Weiß und dann aber ein Rendermaterial hier mit Kiefer. Was müssen wir machen, damit wir das nachher ändern können in den Ansichtsbereichen? Da müssen wir neue Klassen anlegen. Das geht am besten über die Organisation, also rechte Maustaste, allgemeines Kontextmenü, Organisation, und da sagen wir einfach neu. Sagen hier 1 minus Seite lang zum Beispiel. Ja. 1 minus bedeutet, ich habe einen Ordner 1 erstellt. Seite minus bedeutet auch wieder einen Ordner erstellt. Und da ist die Klasse lang drin. Also wir haben praktisch zwei Ordner. Und jetzt sagen wir, wir hätten das natürlich gerne sichtbar. Hier in Darstellung und Ansichtbereichen sichtbar. Und ich möchte das gerne nach dem Anlegen bearbeiten. Und dann sage ich jetzt hier okay. Jetzt kommt ja hier dieses Bearbeiten-Menü und da sage ich, ich möchte gerne hier automatisch zuweisen. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es nämlich nachher nicht. Und ich möchte hier von Solid auf Schraffur wechseln. Jetzt klicke ich hier rein und wähle mir eine Schraffur aus und sage jetzt hier, ich drücke Shift H, damit ich die Hirnholzschraffuren sehe. Ich möchte Hirnholz eng farbig haben. So, da ist es. Hat folgenden Grund, ich mache das grundsätzlich mit Hirnholz erstmal zugewiesen, weil im normalen Schnitten, also wenn ich drei Schnitte habe, dann sind immer zweimal Hirnholz-Schraffuren, also gerade bei einem Schubkasten, und einmal Langholz. Deswegen braucht man es eigentlich nur einmal ändern. Deswegen sage ich hier okay. Jetzt habe ich das hier erstellt. Wir sehen das hier, also ein Ordner 1, ein Ordner Seite und da ist lang. Das kopieren wir einfach einmal und gehen direkt auf Bearbeiten und machen aus dem lang, machen wir einfach hier, Moment, ich gehe jetzt mal ans Ende. Und dann machen wir hier kurz draus, also Seite kurz. Und der ganze Rest kann hier praktisch schon bleiben. So, das bestätigen wir mit OK. Und jetzt aktiviere ich die beiden Seiten und da sage ich hier in der Klasse keine, gehe hier in unseren neuen Ordner, da gibt es Seite und hier gibt es die Seite lang. Und hier sollen alle aktivierten Objekte die Attribute der Klasse zugewiesen werden. Ja, das hätte ich gerne. Gewählte Aktion immer ausführen, nie anklicken, weil dann kommt diese Abfrage nicht mehr. Und es gibt Situationen, da möchte ich es eben nicht haben. Also ganz gefährliche Aktion hier, kann man zwar zurückstellen in den Programmeinstellungen, aber wie gesagt, am besten gar nicht erst anklicken. Dann sagen wir hier ja. Und jetzt aktiviere ich die beiden kurzen Seiten und sage auch hier, ich weise dort die entsprechende Klasse zu, nämlich kurz, gleiche Abfrage wieder und dann ist das zugewiesen. So, jetzt gibt es noch den Boden, der soll ja auch diengerecht schraffiert werden. Und das ist ein Plattenmaterial und da brauche ich keine Klasse anlegen, weil den sehe ich immer nur in dieser einen Ansicht. Das heißt, Klassen würde ich wirklich nur anlegen, wenn es absolut notwendig ist. Das ist Arbeit und ich muss mir nicht unbedingt mehr Arbeit machen, als unbedingt sein muss. Das heißt, hier klicke ich einfach nur den Boden an und sage Solid und dann sage ich hier Schraffur. Und jetzt wähle ich hier meine passende Schraffur, also hier mit Shift P, also Plattenmaterial, und sage hier, ich möchte zum Beispiel den als Plattenmaterial horizontal haben. Klicke das an. Und jetzt sehen wir, wie hier alle Ansichtsbereiche rot werden. Und jetzt sage ich einfach, ich möchte mit der rechten Maustaste klicke ich hin und sage, alle Ansichtsbereiche aktualisieren. Und jetzt sehen wir, wie das hier alles dargestellt wird. Hier also komplett richtig, hier Hirnholz. Und hier bei den beiden muss ich das jetzt noch übersteuern. Das heißt, hier möchte ich ja gerne Langholz haben. Ich klicke also ein Teil an, sage Klassensichtbarkeiten. Und jetzt muss ich diese beiden Klassen, die wir gerade angelegt haben, muss ich jetzt ändern.
Und zwar einmal die Seite kurz, das ist diese hier. Die muss ich jetzt übersteuern und ich muss auch die andere übersteuern. Kann ich nicht gleichzeitig machen, weil ich ja unterschiedliche Raffuren zuweisen muss. Das heißt, ich gehe hier einfach auf Bearbeiten, gehe hier drauf und sage Langholz. Und zwar möchte ich hier gerne Langholz vertikal haben. Da ist es. Und sage hier OK. In dem Moment kommt hier ein anderes Symbol. Wir sehen also, wir haben das jetzt hier übersteuert. Wir machen das gleiche nochmal mit der Seite lang. Und dann soll das natürlich hier Langholz horizontal sein. Und ich bestätige das mit OK. Und auch hier bestätige ich mit OK. Das gleiche mache ich jetzt hier oben mit dem Teilschnitt. Das heißt, ich gehe hier wieder rein. Das ist also der gleiche Vorgang wie jetzt gerade eben, deswegen beschleunige ich das Ganze ein klein wenig. Und auch das bestätige ich wieder mit OK und schon ändert sich das Ganze hier. Ob man jetzt weit oder eng nimmt, das muss man sich dann nochmal überlegen, was dann so schöner aussieht. Aber die beiden Teilschnitte kann ich mal eben aktualisieren und dann den auch noch. So. Und dann sind wir hiermit fertig. Und wir sehen, wie schön wir das Ganze hier übersteuern können. Also wirklich da, wo es sinnvoll ist, Klassen anlegen. Und mit der einfachen Funktion Klassensichtbarkeit kann ich hier eine andere diengerechte Schraffur zuweisen. Hier sollte man natürlich, bevor ich einen Teilschnitt erzeuge, diese Klassenänderungen vornehmen oder Schraffuränderungen besser gesagt, weil sonst muss ich das nachher für jeden Teilschnitt separat machen. Als letztes in unserem ersten Teil unserer Webinarreihe Diengerechtes Zeichnen möchte ich dir das Anlegen einer Hauptzeichnung und den daraus entstehenden dynamischen Teilschnitten zeigen. Und ich öffne mal hier die entsprechende Datei, da habe ich natürlich was vorbereitet. Und den Tisch wirst du vielleicht kennen aus meinem Schulungsbuch. Und hier habe ich wieder meinen Bildschirm geteilt. Und zwar, das ist jetzt hier tatsächlich nur eine PDF-Seite. Und so soll das nachher in etwa aussehen. Natürlich nicht in dieser Detaillierung, das kriegen wir nicht mehr hin zeitlich. Also hier ganze Bemaßung, Beschriftung und so weiter. Aber die Teilschnitte können wir sehr schön hier mal eben zusammen machen. Und eine Sache möchte ich dir noch kurz vorab zeigen. Und zwar ist das der Befehl Schnittbox. Den findest du hier oben. Das ist diese halbe T-Kanne. Da klicke ich einfach mal drauf, wenn nichts aktiv ist. Dann kommt hier so ein Kasten drumherum. Den aktiviere ich jetzt einfach. Und ich klicke jetzt mal hier an. Und jetzt kann ich praktisch hier in dieses Möbel oder hier in diesen Esstisch praktisch einmal reinschauen. Ich drehe das mal so ein bisschen und dann kann man hier wirklich die ganze Konstruktion ansehen, was denn da so los ist. Genauso kann ich jetzt hier vorne drauf klicken und kann jetzt hier diese Geschichte auch nochmal in diese Richtung ändern. Ich drehe das dann mal so ein kleines bisschen und dann sehe ich hier, wie diese ganze Konstruktion hier funktioniert. Das ist eine ganz praktische Geschichte, wenn ich noch ein bisschen was dazu erklären möchte. Jetzt, ich mache die Schnittbox hier oben mal wieder aus und ich gehe jetzt mal hier in die Draufsicht und sage jetzt hier einfach rechte Maustaste, Ansichtsbereich anlegen. Das ist immer der erste Schritt. Wir nehmen ja hier die Haken raus, wir möchten ja keine Bezeichnung haben. Maßstab 1 zu 10 ist hier richtig, wir wollen ja die sogenannte Hauptzeichnung anlegen. Und die soll in der Darstellungsart hier vorne mit den nur sichtbaren Kanten gezeigt werden. Und das sind natürlich Einstellungen, kann ich jederzeit auch nochmal in der Infopalette ändern, aber wenn ich sie vorher einstelle, ist es auch gut. Und jetzt klicke ich hier einmal drauf und er springt hier sofort in das Layout. Und jetzt habe ich hier meinen Grundriss. Wir sehen das hier. Wir werden das so ein bisschen so hinstellen, wie es jetzt hier so vorhanden ist. Da sehen wir das. So, ich schiebe das mal hier so ein kleines Stückchen hier rüber. So, und jetzt brauche ich das einfach nur zu packen. Schiebe das nach oben mit Shift-Steuerung. Drücke jetzt die Taste 2 auf dem Nummernblock. Ich packe die Ansicht von vorne, schiebe sie nach rechts. So habe ich die Ansicht von links und wenn ich jetzt die Taste 4 am Nummernblock drücke, habe ich auch die richtige Ansicht. Standardmäßig nach DIN brauche ich ja eigentlich nur eine Frontansicht und eine Ansicht von links. Und wenn es zur Verdeutlichung dient, kann ich auch den Grundriss dazu nehmen. Das kann sein, dass wir das jetzt gleich noch ein bisschen hin und her schieben müssen, dass das auch so aussieht wie hier. Das kann ganz gut sein. Also wir müssen wahrscheinlich noch mal so ein kleines Stückchen höher.
Und dann sage ich jetzt hier rechte Maustaste, alle Ansichtsbereiche aktualisieren. Und dann haben wir hier also ganz schnell unsere Hauptzeichnung gezeichnet. Von der Blattaufteilung her soll es nun so sein, dass die Teilschnitte hier genauso angelegt werden sollen wie die Hauptzeichnung. Das heißt, hier gucke ich ja von oben drauf, also Ansicht von oben. Das heißt, der Schnitt AA kommt praktisch hier links daneben. Dann ist es so, dass der Schnitt BB, der ist ja im Prinzip jetzt hier abgebildet, also ist eigentlich die Ansicht von links, das sieht man hier, der soll hier hin. Und das ist die Ansicht von vorne, der soll hier hin. Also das soll sich genauso wiederfinden, wie das hier ist. So soll das auch hier in den Teilschnitten aussehen. Das ist also A, B, C sind die richtig zugeordneten Schnitte. Das heißt, wir werden mal hier oben mit dem Schnitt CC anfangen. Hier ist er, da ist unser Schnitt CC. Und dabei werden wir jetzt den neuen Schnittstil mal benutzen. Also ich zoome hier mal so ein kleines Stückchen näher ran. Und den finden wir jetzt bei Bemaßung. Und zwar ein bisschen weiter unten hier ist die Schnittlinie. Die klicke ich an und als allererstes gehe ich mal hier oben in die Objektvorgabe. Das ist also der Schnittlinienstil. Da müssen wir mal schauen, was hier oben steht. Da soll nämlich DIN-Schnitt stehen. Das ist ein Schnittstil, den ich angelegt habe. Und wenn der nicht erscheint, dann gehst du einfach in dein DIN-Kit, was sich ja in der Favoritendatei befindet. Dann werden dir hier drei verschiedene Schnittstile angeboten. Und zwar einmal ein DIN-Schnitt, der nur mit dem Buchstaben sozusagen dargestellt wird, also ohne Pfeil. Dann habe ich den neuen Pfeil, also diesen etwas dickeren. Und ja, für die, die vielleicht den anderen alten Pfeil schöner finden, habe ich nochmal den alten Pfeil reingesetzt. Ich nehme mal hier diesen DIN-Schnitt, den wähle ich aus, also da steht er. Und jetzt schaue ich hier, dass ich mal hier hinklicke. Ich ziehe hoch und du siehst direkt, dass in der Linienart schon direkt die richtige Art gewählt ist und ich klicke und sage, ich möchte in diese Richtung schauen und mache hier einen Doppelklick hin. Dadurch wird auf diese Seite jetzt hier der Buchstabe gesetzt. Den kann ich sofort hier in Infopalette praktisch ändern. Da ist standardmäßig A drin. Tatsächlich brauche ich auch nur die Zeichnungsnummer ändern hier unten. Und jetzt sehen wir ja hier, dass hier unten ja wie so eine getrennte Kette ist, also zwei Kettenglieder, die noch nicht verbunden sind. Das bedeutet, dass jetzt hier der Schnitt noch gar nicht mit diesem Ansichtsbereich verbunden ist. Das heißt, ich verbinde jetzt bzw. aktiviere jetzt den Ansichtsbereich hier drunter, also Schnitt, Linie und Ansichtsbereich aktiviert. Und jetzt muss ich hier oben in Ansicht gehen und hier gibt es Schnitt anlegen. Das klicke ich einmal und jetzt kommen wir in das ganz normale Schnitt anlegen Fenster. Hier gehen wir als allererstes ja mal hin und setzen den Maßstab auf 1:1, denn die Teilschnitte sollen ja immer 1:1 sein. Dann sagen wir hier Beschriftung automatisch, hätte ich gerne nicht. Und hier oben bei Zeichnungsnummer, da schreiben wir jetzt hier C rein. Alles andere kann so bleiben. Wir können zwar nochmal in die Einstellung schauen. Also hier ist es zum Beispiel so, habe ich sehr runde Teile. Dann sollte die 3D-Kreisauflösung auf sehr hoch sein. Tatsächlich reicht ja hier auf hoch oder sogar nur auf Mittel. Das kommt immer so ein bisschen auf die Performance des Rechners an. Aber hier haben wir es ja mit relativ einfachen Teilen zu tun. Das heißt, hier kann es ruhig auf sehr hoch bleiben. Wichtig ist natürlich hier bei Attribute, dass die Schnittfläche einzeln anzeigen und Originalattribute der Objekte verwenden aktiviert ist. Ja? Also das muss sein, sonst hast du nachher ja, einfach nur so eine rote Füllung da drin. Das ist aber alles voreingestellt in meinem Dokument, wenn du meine Vorgabe alle Anfang benutzt. Also brauchst du dich eigentlich gar nicht drum kümmern. Das heißt, ich aktiviere das jetzt hier, beziehungsweise bestätige das mit OK. Und da ist auch schon mein Schnitt. Ja, also ich packe den mal und schiebe den schon mal so ein kleines bisschen hier rüber. Die Schnitte B und C habe ich jetzt hier schon angelegt. Und jetzt ist es ja so, dass die Schnitte nachher so fluchten sollen. Deswegen legt man sich das Ganze schon mal so ein kleines bisschen so hin.
Und das soll natürlich jetzt hier schon in der richtigen Höhe sein. Das ist normalerweise schon so vorgegeben, beziehungsweise wenn die erstellt werden. Hier muss ich das aber tatsächlich noch an die richtige Stelle ziehen, weil dort ist ja nicht die Tischplatte vorhanden. Das heißt, das wäre die richtige Flucht hier. Deswegen sortiert man sich das schon mal so ein kleines bisschen hin. Jetzt müssen wir als allererstes mal schauen, ob die ganzen Schraffuren auch richtig sind. Also hier ist es ja so, dass wir hier nur Hirnholz sehen. Da ist alles in Ordnung, das ist also kein Problem. Hier ist es so, dass die Tischplatte natürlich Langholz zeigen muss. Und wir verändern das jetzt, damit wir es nicht nachher in den einzelnen Schnitten machen müssen. Also hier, das passt alles. Das Einzige, was hier nicht passt, ist im Prinzip die Tischplatte. Und da gehe ich wieder hier in der Infopalette auf Klassensichtbarkeit und sage hier bei der Tischplatte bearbeiten. Und da gehe ich jetzt hier auf Langholz, ich klicke mal hier rein und Shift L und dann habe ich hier Langholz weit horizontal. Klicke da drauf, bestätige das Ganze und nochmal mit OK und schon passt das Ganze hier. Ne? Das mache ich jetzt praktisch in allen Schnitten so. Auch das werde ich jetzt ein kleines bisschen flotter machen. Und hier habe ich jetzt alle Schraffuren gewechselt. Was hier noch auffällt, ist, dass wir hier durch den Zapfen geschnitten haben. Das sollte eigentlich nicht so sein. Man sollte eigentlich eher hier drauf gucken, praktisch den Schnitt durch den Nutzapfen. Das schauen wir uns mal hier schnell an. Bevor wir auch hier wieder Teilschnitte erzeugen, sollte das vorher geändert werden. Und das geht ganz einfach, dass wir mal sehen, wo schneiden wir denn da eigentlich durch. Ich habe hier diesen Ansichtsbereich aktiviert und dann sagen wir hier einfach auf alle Kanten bitte mal. Und hier sehen wir, dass wir da praktisch nicht durch den Nutzapfen schneiden. Das ist jetzt ganz einfach. Ich mache hier einfach einen Doppelklick drauf, sage Ergänzung. Und jetzt packe ich hier meinen Schnitt und den ziehe ich einfach hier oben durch den Nutzapfen. Gehe hier wieder raus, sage hier, ich möchte bitte wieder von allen Kanten in nur sichtbare Kanten wechseln. Das aktualisiere ich hier. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Der ist natürlich rot geworden, der Schnitt. Und schon funktioniert das Ganze hier. Da alle vorbereitenden Arbeiten sind getan. Das heißt, wir können jetzt hier die Teilschnitte anlegen. Und das funktioniert immer wieder gleich. Ich klicke hier in diesen Schnitt. Rechte Maustaste oder Doppelklick geht beides. Begrenzung bearbeiten. Was ich jetzt hier sehe bei der Begrenzung, kann ich ja hier oben entscheiden. Alles zeigen im Bearbeitungsmodus. Ich schalte das mal an, weil ich den Rest immer auch sehen möchte. Und jetzt ziehe ich hier einfach ein Rechteck drüber und dann schaue ich mal, dass das relativ eng hier drüber geht. So in etwa in der Art. Auch hier kann ich die Z-Taste mal drücken, dann geht das hier, dann rutscht er nicht hier auf die einzelnen Fangpunkte. Man sieht das hier oben beim Zeigerfang, er geht temporär aus, Z. Und dann kann ich das hier so anlegen. So, das heißt, das ist alles weggeschnitten. Jetzt Steuerung D und wieder Doppelklick rein. Und jetzt kann ich in den Begrenzungen praktisch jetzt hier das nach unten ziehen. So. Das machen wir so ein bisschen so bis dahin. So, das ziehen wir ein bisschen kleiner in der Höhe und gehen bis dahin. Die weiteren Teilschnitte laufen jetzt immer nach dem gleichen Schema ab. Das heißt, ich kopiere hier immer den ersten, also Steuerung D. Dann Doppelklick drauf, wieder Begrenzung. Und jetzt kann ich das praktisch hier auf das nächste interessante Detail sozusagen schieben. Das kann ich noch ein bisschen zurückschieben. So. Und dann gehe ich hier wieder raus. Und das Gleiche macht man dann hier unten in der gleichen Flucht, damit das Ganze jetzt hier auch nachher nachvollziehbar ist. Und das funktioniert auch hier so, indem man hier die Begrenzung öffnet. Ich kann jetzt hier oben mit einem Rechteck das hier abzeichnen, so dass ich auch die gleiche Flucht sozusagen von dem Schnitt habe. Und hier muss ich dann mal schauen, wo ich genau diesen Schnitt praktisch hinsetze. Das hat wieder ein bisschen was damit zu tun, was auf mein Blatt passt. Und auch jetzt hier wieder Steuerung D, Doppelklick drauf, Begrenzung. Und jetzt gehe ich hier in der Tiefe nochmal nach vorne, so. Und ziehe das hier nochmal ein kleines Stückchen nach oben. Ziehe das hier ein bisschen. So, und jetzt muss man gucken, ob man hier unten das noch mit reinnehmen kann, also bei dem Schnitt hier vorne. Das fällt jetzt im Moment hier raus, also wenn man da nachher noch Platz hat, dann könnte man das noch mit reinnehmen.
Und jetzt auch wieder hier Steuerung D und dann gehe ich jetzt hier praktisch damit nach vorne, beziehungsweise ich zeichne mir hier oben am besten das nochmal ab. Dabei muss man beachten, dass ich diesen Schnitt, so, dass ich den hier auf das Gleiche setze und der muss dann aber hier gelöscht werden. Ne? Und dann kann ich den hier auch wieder verlassen und dann kann ich mir den hier nochmal nehmen und den nochmal duplizieren, Doppelklick rein, Begrenzung und dann ziehe ich den im Endeffekt einfach hier rüber und auch das funktioniert, indem ich es hier einfach danach anpasse. Ne? Ich kann das jetzt hier einfach so ziehen, dass das halt passt. So, jetzt habe ich die einzelnen Teile, die anderen lasse ich jetzt im Moment mal weg. Was muss ich jetzt machen? Ich muss im Prinzip das Ganze jetzt zusammenschieben, damit das hier angedockt wird sozusagen. Mit Steuerung M schiebe ich das Ganze um 5 mm wieder auseinander und jetzt packe ich immer das Ganze und schiebe das einfach nur nach hier oben und wieder Steuerung M, diesmal natürlich in minus Y Richtung. Und so kann ich jetzt hier die ganze Sache so einfach zusammenschieben. Also das ist so der schnellste Weg im Endeffekt. Und man muss natürlich nachher gucken, was kann ich denn so eigentlich auf das Blatt passen? Was passt denn eigentlich da drauf? Das ist tatsächlich ein bisschen umständlich. Das erste Mal, wenn man nicht so eine Vorlage sozusagen hat, das muss man ein bisschen ausprobieren und dann ja so ein bisschen Tetris-mäßig sozusagen einteilen. Was ich jetzt noch eben zeigen möchte, ist, dass wir ja hier Strich 2 Punktlinien haben und wir haben jetzt hier gestrichelte Linien. Und wie man das ganz einfach einstellt, das möchte ich dir jetzt auch noch eben zeigen. Und zwar geht das folgendermaßen. Man klickt im Endeffekt den entsprechenden Schnitt sozusagen an oder in dem Fall kann ich sogar alle Teile anklicken. So. Ich schalte mal eben hier oben die Mehrfensteransicht aus, so können wir besser hier drauf schauen. Das heißt, wenn alles aktiviert ist, beziehungsweise die Teilschnitte, die ich verändern möchte, dann gehe ich hier auf Darstellung verdeckter Objekte. Hier ist das. Da klicke ich rein. Hier werden mir jetzt alle Klassen angeboten, die ich bearbeiten kann. Das heißt, ich gehe hier auf das Tischbein, ich gehe auf die Zargen. Und dann kann ich das Ganze bearbeiten hier. Jetzt können wir hier oben einstellen nur sichtbare Kanten und hier nehmen wir alle Haken raus. Bei Stift möchten wir natürlich Linienart haben. Dann suchen wir uns jetzt die richtige Linienart aus. Das ist F-Linie 0,25. Die haben wir extra DIN-gerecht angelegt. Und hier wählen wir die Dicke 0,25. So kann das eingestellt sein und dann sagen wir hier okay und nochmal okay und jetzt können wir das Ganze hier aktualisieren. Und schon habe ich hier DIN-gerechte gestrichelte Linien. Das können wir auch einmal ganz kurz kontrollieren und zwar hier oben mit der Funktion Liniendicken anpassen. Klicken wir drauf und dann sehen wir, dass die wirklich also halb so dick ist wie diese Außenkonturen von diesem Objekt. So, jetzt können wir auch noch die Strich-Zweipunktlinie zeigen lassen. Und zwar sind das ja die Linien von der Körperkante oberhalb des Schnittes. Und dafür gehen wir auch wieder hier in die Infopalette. Und hier gibt es Objekte vor der Schnittebene hier. Hier müssen wir auf Objektdarstellung gehen. Und jetzt nehmen wir hier die Tischplatte. Da ist sie, Tischplatte. Die bearbeiten wir auch wieder. Gleicher Vorgang wie vorhin, nur sichtbare Kanten, alle Haken hier raus. Dann gehen wir hier auf Stift, Linienart und hier wählen wir die richtige Linienart aus. Und das ist die Linienart K, Strich 2 Punktlinie 0,25. Und dann gehen wir hier auf 0,25. Bestätigen das Ganze und aktualisieren es. Und schon habe ich hier meine Strich 2 Punktlinie. Ja, also sehr einfach gemacht. Und ja, und DIN-gerecht dargestellt. Jetzt können wir das Ganze natürlich hier einparken sozusagen. Das nehmen wir mal alles mit. Ich bin zwar jetzt hier so ein bisschen in Verzug mit der Zeit, aber das machen wir eben nochmal ganz schnell und packen das jetzt hier. Wie gesagt, ist nicht ganz fertig,
Aber ich denke mir, das kommt dann schon so hin. Also hier müssten wir jetzt noch so ein bisschen einsparen. Das kann man aber immer ganz schnell machen, indem wir hier die Begrenzung verändern. Und wir ziehen das einfach hier so ein Stück runter. Und so, und dann ziehen wir das Dividende hin. Steuerung M und minus 5. Und schon haben wir hier wieder noch ein bisschen Platz geschafft. Also das, wie gesagt, ist so ein bisschen fummelig immer. Ja, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, da ich das immer nacharbeiten kann. Wie wir das dann nachher hier nochmal mit dem DIN-Kit beschriften können, das zeige ich dir in Teil 2 meines Webinars. Es wäre schön, wenn du auch da wieder dabei wärst.